Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. Im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie ich ein einfaches Zustandsdiagramm erstelle. Normalerweise empfehle ich, den Entwurf eines Zustandsdiagramms mit Papier und Schreibmaterialien zu machen. Ich verwende jetzt hier direkt ein Tool, weil ich auch schon weiß, wie das Diagramm am Schluss etwa aussehen soll. Ich brauche hier meine Vorlage, das ist hier dieser Zustandsautomat. Falls Sie mit Visio nicht vertraut sind und die passende Vorlage hier nicht vorhanden ist, kann man hier über Weitere und dann entsprechend suchen. Mein erster Schritt ist, dass ich die verschiedenen Zustände definiere. Anfangszustand, den braucht man eigentlich immer. Dann habe ich ein Login-Formular. Meistens mache ich so, dass die verschiedenen Masken, die ich von der Aufgabenstellung her erkenne, einfach mal zu Zuständen werden. Dann habe ich hier mein Buchregal. Und dann geht es darum, für jeden Zustand festzulegen, welche Benutzeraktionen führen wohin. So, zum Beispiel, wenn ich das Ganze starte, soll die Login-Maske erscheinen. Und jetzt sehen Sie auch gleich, weshalb ich normalerweise auf Papier zeichne. Ich verbringe häufig mehr Zeit damit, die Kästchen schön anzuordnen, als mit dem eigentlichen Inhalt. Aber das ist mein persönliches Problem. Vom Login möchte ich zum Regal gelangen. Die Aktion des Benutzers ist hier Login. Nun aber, was soll geschehen, wenn der Benutzer sich nicht korrekt einloggt, also die Login-Daten falsch sind? Mein erster Gedanke könnte sein, ja, dann geht es halt zurück zur Login-Seite. Wenn ich das Diagramm aber so zeichne, würde es bedeuten, es gibt im Login zwei verschiedene Aktionen. Der Benutzer kann entweder sagen, ich will mich einloggen, oder er sagt explizit, ich habe einen Fehler gemacht. Das macht ja nicht gerade viel Sinn. Welcher Benutzer würde schon den, sagen wir, Button auswählen, falsches Login? Es ist ja vielmehr meine Applikation, die Entscheidung trifft. Und dort, wo die Applikation unterscheidet zwischen verschiedenen möglichen Pfaden, brauche ich hier eine solche Entscheidung. Und jetzt macht das mehr Sinn. Die Aktion des Benutzers ist, er sagt Login, die Applikation entscheidet zwischen korrekt und falsch. Der ganze Prozess hier, der ist sehr iterativ, also macht immer wieder Verfeinerungsschritte. Zum Beispiel stelle ich fest, ja, okay, nebst dem Regal möchte ich das auch Bücher erfassen, bearbeiten können. Also brauche ich einen neuen Zustand. Buch. Wieder die passende Benutzeraktion. Die soll auf dem Pfeil. In diesem Fall habe ich zwei verschiedene Signale, die zum gleichen Ziel führen. Deshalb führe ich hier beide einfach auf. Hier gibt es noch ein weiteres Signal. Nämlich das Löschen eines Buchs im Regal. Ja, jetzt beim Buch, da kann der Benutzer die Daten speichern. Und auch hier habe ich wieder eine Entscheidung.
nämlich fehlerhafte Eingaben führen wir zurück. Und wenn die Eingabe korrekt war, dann gelangt der Benutzer wieder zum Regal. Nun, diese Schritte, die wiederhole ich nun, wie schon gesagt, solange bis ich die Applikation vollständig habe. Das heißt, es kommen immer wieder neue Zustände hinzu, weitere Signale, ich muss Entscheidungen einfügen. Und wenn ich fertig bin, dann verbringe ich meistens noch einige Zeit damit, alles ein bisschen hübsch anzuordnen. Das hier ist dann mein fertiges Diagramm. Ja, ich hoffe, Sie haben die einzelnen Schritte verstanden. Jetzt geht es darum, das Ganze auszuprobieren, zu üben. Viel Spaß damit!